Die Bauern sind auf den Barrikaden. Was ist da los? Ich bin auf dem Weg, einen sehr interessanten Menschen zu treffen, der sich bei diesen Bauernprotesten engagiert und, wie es der Zufall so will, auch ab Januar Teil unserer AfD-Landtagsfraktion ist. Ich möchte von ihm wissen, was hat Politik falsch gemacht und vor allen Dingen, was können wir als AfD-Fraktion in Zukunft tun, um hier bessere Politik zu machen. Schön, dass du mich besuchst. Johannes, grüß dich. Endlich kommt Hilfe. Ja, was ist denn hier in Deutschland jetzt los? Warum sind die Bauern auf den Barrikaden aus seiner Sicht? Ja, das ist eine langwierige Angelegenheit. Und zwar sind die Bauern im Laufe der Zeit, der letzten Jahrzehnte, kann man sagen, zu Subventionsempfängern geworden. Man kann sagen, Subventionsjunkies sind sie schon geworden, weil kein Landwirt ist heute mehr in der Lage zu überleben ohne Subventionen, die von staatlicher Seite kommen. Und das war eben in meiner Ausbildungszeit, das war so 1970, 75, war das eben nicht so. Da gab es diese Subventionen nicht. Da musste jeder Bauer selbst aus seinen Erzeugnissen leben. Kann man bloß mal ein Beispiel heute geben. Damals hat der Milchpreis war so circa 70 Pfennige, umgerechnet heute 35 Cent. Und heute haben wir einen Milchpreis von circa 40 Cent pro Liter. Mhm. Damals hatten wir aber auch einen Dieselpreis von ungefähr 70 Pfennig. Mhm. Und heute haben wir einen Dieselpreis an der Tankstelle von 1,80 Euro, was also ungefähr 3 D-Mark 60 ausmachen würde, Umrechnungsfaktor. Ja, da hat die Politik ganz schön mit dran gedreht an den Preisen. Ja, sie wollten, dass der Landwirt eben günstige Lebensmittel erzeugt und den der Bevölkerung zur Verfügung stellt. Das ist ja auch gelungen. Mhm. Aber eben, das geht heute nur noch durch Subventionen. Und diese werden sukzessive in den letzten Jahren, weil die Kassen leer sind, gestrichen oder gekürzt. Und das ist jetzt eben auch wieder bei der Dieselrückvergütung. Versuchen Sie das. Mhm. Oder bei der Steuerermäßigung durch bei den landwirtschaftlichen Maschinen. Aber wenn man das mal zurückrechnet und vergleicht wieder aus meiner Ausbildungszeit 1970, 75, dann müsste heute der Liter Milch nicht 1 Euro kosten, circa, im Geschäft, sondern er würde ungefähr liegen bei 3,50 Euro, 4 Euro pro Liter. Genau wie diese Steigerung auch beim Benzin und beim Diesel gewesen ist in den letzten Jahrzehnten. Wenn man den Landwirten zuhört, merkt man, es ist kompliziert. Da sind zum einen ganz konkrete Probleme wie die Förderung der Massentierhaltung, das Thema Glyphosat oder eben die Subventionspolitik in Deutschland und auf EU-Ebene. Aber all das verschwimmt mit Problemen aus ganz anderen Feldern. Themen, die wir alle gut kennen, Inflation und steigende Energiepreise, angeblicher Klimaschutz und Sanktionen, steigende Steuern und Abgaben. Kurz gefasst, während die Politik alles immer teurer macht, sollen die Landwirte aber weiter günstig Nahrungsmittel liefern. Und das geht eben nur mit Subventionen. Fallen diese aber weg, wird entweder das Essen sehr viel teurer oder die Bauern gehen pleite. Und genau an diesem Punkt sind wir. Ist es auch so ein allgemeines Gefühl, was viele Menschen haben, nicht nur die Bauern, dass wir unheimlich viel Geld in anderen Ländern reinpumpen und für die Leute hier, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, die einheimische Bevölkerung bleibt immer weniger. Und jetzt kommt noch diese Subventionskürzung. Jetzt sagen die Bauern, jetzt reicht's? Ganz genau so ist es, Robert. Die ganze Bevölkerung hat ja schon gesagt oder gezeigt, dass sie damit nicht einverstanden sind. Wir holen hier sogenannte Fachkräfte rein, die Milliarden schlucken und wo Milliarden reingebracht werden. Dann wurde von den Grünen zum Beispiel gesagt, dass keine Waffenlieferungen gemacht werden in Kriegsländer oder in Kriegsgebiete. Was haben sie jetzt gemacht? Ukraine, wurden Waffen hingeliefert, ist ein Kriegsgebiet. Und da werden Milliarden auch noch reingesteckt. Und das geht ganz einfach nicht. Und unser Land, unsere Bevölkerung und unsere Bauern werden im Stich gelassen. Also die Ampel spart praktisch bei der eigenen Bevölkerung. Und die Bevölkerung sagt, so geht's nicht. Dafür haben wir euch nicht gewählt. Ganz genau so ist es. Was erwartest du am 8.? Wie viele Bauern werden sich beteiligen und werden auch andere Verbände, andere Menschen einfach mit dazukommen? Ich hoffe ganz stark, dass Deutschland zugemacht wird an den Knotenpunkten, das heißt also Autobahnen etc. Städte. Und dass dadurch
ja, mehr oder weniger das Land zusammenbricht. Es ist zwar hart gesagt, aber es muss ganz einfach sein, denn durch Sternfahrten nach Berlin und Wiesbaden wird nichts geändert. Glaubst du, dass die Ampel-Bundesregierung daraus was lernen wird? Oder machen die einfach so weiter und es braucht einen Politikwechsel? Wir brauchen einen Politikwechsel. Lernen, das haben sie, die Gelegenheit hat die Ampel gehabt. Sie haben es nicht genutzt und sie muss abgelöst werden. Tja, ob die Bauernproteste wirklich einen Regierungswechsel herbeiführen werden, das wird man abwarten müssen. In der Sache muss ich sagen, ich wollte ja wissen, was wir als Fraktion politisch tun können, stelle aber fest, eigentlich tun wir schon seit Jahren genau das, was es braucht, indem wir für eine andere Migrations-, Energie- oder auch Geldpolitik einstehen. Und grundsätzlich für eine Politik, die sich wieder stärker den Interessen der Bürger widmet. Ach so, und was es spezifisch in Sachen Landwirtschaft zu ändern gibt, darum wird sich Bauer Marxen zukünftig persönlich kümmern. Als Abgeordneter im Hessischen Landtag für die AfD-Fraktion. Freuen sich die Bauern denn schon drauf, dass sie da jetzt einen Landwirt mehr im Landtag haben? Egal von welcher Partei. Ich habe aus allen Seiten nur Zuspruch. Auch bei meinen Berufskollegen, auch bei den Privatleuten. Die freuen sich alle auch, dass einer aus dem Vogelsberg jetzt in den Landtag reinkommt und sie vertritt. Und ich hoffe, dass ich was bewegen kann. Was ist die Position der AfD? Die Position der AfD ist ganz einfach. Wir arbeiten mit den Landwirten und wieder mit der Bevölkerung zusammen. Das heißt, das Geld bleibt im eigenen Land. Genauso besteht das Gerücht, wir wollen, oder die AfD will Europa zerstören. Stimmt überhaupt nicht. Wir wollen im Prinzip, oder die AfD will zurück zur EWG, zur Wirtschaftsgemeinschaft. Fazit. Am 8. Januar bringen Landwirte und andere gesellschaftliche Interessengruppen den Protest gegen jene Fehlentwicklung auf die Straße, die wir als AfD schon lange kritisieren. Für uns als Fraktion heißt das, weiter Kurs halten, denn wir sind schon lange die parlamentarische Stimme genau jener Proteste. Ich werde am 8. Januar ebenfalls mit auf den Straßen sein, die Bauern unterstützen und jeder, der Zeit und Interesse hat, sollte es genauso tun.